Wenn zwei Galeeren inmitten der weiten See aufeinander stoßen, bleibt dem Soldaten nicht mehr Raum, als ihm eine 2 Fuß breite Planke gewährt. Kaum ist einer dort gefallen, so folgt ihm ein anderer, ohne nur dem Sterbenden zum Sterben Zeit zu lassen. So schrieb der Dichter Miguel de Cervantes in seinem weltberühmten Roman Don Quixote. Als einfacher Soldat kämpfte der Spanier an Bord der Marquesa und überlebte die größte Galeerenschlacht der Geschichte. Das grausame Erlebnis konnte er nie vergessen. Am Morgen des 7. Oktober 1571 stehen sich vor Griechenlands Küste fast 600 Schiffe mit über 200.000 Mann Besatzung gegenüber. Die Schlacht war sehr brutal. 7.000 Christen starben und 25.000 Türken. Das Meer färbte sich rot vom Blut der Toten. Mit modernsten Waffen bekämpfen sich Christen und Moslems im Golf von Patras. Sie ringen erbittert um die Vorherrschaft in Europa. Die epochale Bedeutung Lepantos zeigt sich schon allein darin, dass seit dieser Schlacht im 16. Jahrhundert kein großes Gefecht einer osmanischen Flotte im Mittelmeerraum mehr stattgefunden hat. Nach Überresten des brutalen Seegemetzels fahnden Forscher seit Jahrzehnten. Bislang sind alle gescheitert, selbst Jacques Cousteau. Für eine Sensation sorgte nun ein Team internationaler Unterwasserarchäologen. Sie fanden versunkene Zeugnisse des blutigen Gefechts. Das Mittelmeer. Seit jeher maritime Schatztruhe der Geschichte. Eine wertvolle Fundgrube für Wissenschaftler und Abenteurer. Für die einheimischen Fischer der tägliche Arbeitsplatz. Verlässliche Quelle für ein bescheidenes Auskommen. Die Hinterlassenschaften aus der Vergangenheit, für sie fast immer nur überflüssiger Plunder im Fangnetz. Die Lage der zahlreichen Fundorte verraten die schweigsamen Männer so gut wie nie. Argwöhnisch beäugen die Hüter der Meere das Treiben im Hafen von Mesolongio. Hier laufen die letzten Vorbereitungen für eine abenteuerliche Expedition. Die Teilnehmer hiefen modernstes Suchgerät und ausreichend Luftvorrat an Bord. Über ein Jahr haben sich die Experten vorbereitet. Dann endlich ist es soweit. Startschuss für das Unternehmen Lepanto. Die Aria Star nimmt Kurs Südwest, hinaus aufs offene Meer. Mit an Bord ein Team internationaler Unterwasserarchäologen. Der Amerikaner Dr. Donald Frey, der Grieche Peter Nikolaidis und der Österreicher Dr. Rupert Breitwieser von der Universität Salzburg. Leiter des Unternehmens ist der Deutsche Matthias Kopfmüller. Ab und zu taucht es vom Meeresgrund auf, aber noch nie ist etwas aufgetaucht von dieser Seeschlacht. Es ist noch nie etwas gefunden worden, es ist noch nie danach großartig geforscht worden. Es gab keine großen Expeditionen danach und es ist nach wie vor ein weißer Fleck auf der Karte der Unterwasserarchäologie. Vor der Erkundung des Meeresbodens sind die Forscher viele Monate lang abgetaucht in das gigantische Staatsarchiv von Venedig. In den endlosen Gängen, Kellern und Gewölben schlummern Originaldokumente aus dem 14. bis 18. Jahrhundert, aneinandergereiht über eine Länge von 68 Kilometern. Italienische Historiker entdecken hier erstmals bislang unbekannte Briefe und Berichte. Sie erzählen vom Vorabend der Schlacht, die die Zukunft Europas entscheiden sollte. Ob Kreuz oder Halbmond. Spanien ist zu diesem Zeitpunkt tonangebende Großmacht. Von Madrid aus regiert König Philipp II. Mit harter Hand. Er fühlt sich dem katholischen Glauben verpflichtet. Geistliches Machtzentrum ist der Kirchenstaat.
Von Rom aus nimmt Papst Pius V. auf die europäischen Höfe Einfluss. Europas Handelsmetropole heißt Venedig. Die Flotten des Dogen Pietro Loredano kreuzen im gesamten Mittelmeerraum. Wie früh sich die Venezianer bereits auf die Entscheidungsschlacht in Europa vorbereiten, finden die Professoren Marco Morin und Paolo Selmi heraus. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf geheimnisvolle Unterlagen, verfasst von Augenzeugen. Sie erzählen von nächtlichen Sitzungen, neuen Geheimwaffen und vom Aufruf zum Mord. Und das bereits Jahre vor der Schlacht von Lepanto. Dabei fällt immer wieder ein Name, offensichtlich eine Schlüsselfigur. Francesco Dodo, in Venedig ein angesehener Waffenkonstrukteur und Schiffbauer. Die bahnbrechende Erfindung des kühlen Strategen sollte das spätere Duell im Mittelmeer maßgeblich beeinflussen. Ihm zur Seite Sebastiano Venier, erfahrener Admiral der venezianischen Flotte. Die heimlichen Zusammenkünfte finden statt aus gutem Grund. Die Machthaber der Republik sind beunruhigt, denn ihr Handelsmonopol droht auseinanderzubrechen. Die europäischen Machtzentren jener Zeit, allen voran Madrid, Rom und Venedig, blicken furchtsam gen Osten. Dort hat sich innerhalb von 2 Jahrhunderten das gewaltige Osmanische Reich etabliert. Hauptstadt des Imperiums, Konstantinopel, das heutige Istanbul. Die blühende Metropole am Bosporus entwickelt sich in kurzer Zeit zu einem bedeutenden Kriegshafen. Im Namen Allahs machen sich die Türken von dort aus auf den Weg nach Westen. Ein beispielloser Beutezug beginnt. Sultan Selim I. arbeitet Hand in Hand mit Piraten und abtrünnigen Christen. Mit Feuer und Schwert drücken die Muslime zu Wasser und zu Land unaufhaltsam vor. In halb Europa hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung. Um 1570 reicht das Herrschaftsgebiet des Sultans rund um das Schwarze Meer, über Griechenland, den Balkan und Nordafrika. Ein Ende der Eroberung ist nicht in Sicht. Eine bahnbrechende Entdeckung machte kürzlich auch Professor Idris Bostan, Historiker an der Universität Istanbul. Er fand verschollen geglaubte Originaldokumente der türkischen Flotte aus der Zeit der Schlacht von Lepanto. Es existierte keine Flotte, die gegen die Macht der Osmanen auf See Bestand gehabt hätte. Kein Land besaß eine Seemacht so mächtig wie die der Osmanen. Weder Venedig noch die Spanier besaßen die Macht, gegen die Osmanen auf See zu kämpfen. Nur ein Zusammenschluss der Flotten konnte ihnen helfen. Die vorrückende, scheinbar unbesiegbare osmanische Flotte und Horrormeldungen von brutaler Folter und anderen Gräueltaten versetzen das Abendland in Angst und Schrecken. Der Vatikan in Rom ist alarmiert. Der Kirchenstaat fürchtet nicht nur die Besetzung und Plünderung Südeuropas, weit mehr ängstigt die Kirchenoberen die Ausweitung des Islam nach Westen. Fieberhaft arbeitet Rom an einer Strategie gegen die expandierenden Osmanen. Die Gesandten des Papstes sind Dauergäste in Madrid und Venedig. Pius V. glaubt, nur mit Hilfe einer starken militärischen Allianz lässt sich die Angriffswut des Osmanischen Reiches noch aufhalten. Seine Worte: "Ich erhebe die Waffe gegen die Türken" sind mehr als fromme Rhetorik. Über ein Dutzend Versuche startet Rom, eine Allianz zu schmieden. Vergeblich. Wie Admiral A.D. Tiberio Moro, Leiter des italienischen Militärarchives, herausgefunden hat, hemmen unterschiedliche Interessen Europas Mächtige an einer Zusammenarbeit. Ecco che dal punto di vista strategico. Die Venezianer versuchten durch Zahlungen an die Osmanen ihren Handel aufrechtzuerhalten. Dadurch hatten sie zwar Geldeinbußen, aber der Handel ging weiter, das war ihr Interesse. Der Papst hatte kein geschäftliches Interesse. Ihn beunruhigte die Situation aus Sicht des Christentums. Der König von Spanien, Philipp II., hatte Angst, seine Ländereien in Nordafrika an die Osmanen zu verlieren, die bereits sein Vater Karl V. erobert hatte. Während das offizielle Venedig noch die hohe Kunst
Diplomatie pflegt, bereitet sich die Lagunenstadt hinter den Kulissen auf den Gegenschlag vor. Die Memoiren von Francesco Odoardo machen es deutlich. Im Jahre 1570 wurde beschlossen, außer einer großen Anzahl von zierlichen Galeeren, 11 große Galeassen zu bauen und sie für den Krieg auszurüsten. Die Geburtsstunde eines neuen Schiffstyps, der waffenstarken Galeasse. Alles geschah in absoluter Verschwiegenheit. Die Schiffe wurden mit immenser Artillerie ausgerüstet, insgesamt mit 30 bis 40 Geschützen. Diese wurden sowohl am Bug als auch am Heck sowie an den Seiten positioniert. So konnten die Schiffe in alle Richtungen feuern. Ein entscheidender Vorteil im Vergleich zur herkömmlichen Galeere, dem Erfolgsmodell, das die Seemächte der damaligen Zeit im Mittelmeerraum einsetzten. Mit maximal 6 leichten Kanonen und einem schweren Geschütz am Bug sowie 2 kleinen Kanonen am Heck konnte das Traditionsschiff nur nach vorne oder hinten feuern. Bei einem Angriff von der Seite eine unzulängliche Bewaffnung. Konstruktion und Ausstattung jener Schiffe kennen die Archäologen auf der Area Star genau. Im Seegebiet der Schlacht von Lepanto gehen sie auf Spurensuche. Die Expedition operiert in unruhigen Gewässern. Zwischen Oxia, Mesolochio und Patras wühlen heftige Stürme nicht selten das Meer auf. Letzte Vorbereitungen zum Einsatz der Hightech-Ausrüstung. Mit dabei ein Sidescan-Sonar, das Gegenstände am Meeresboden aufspüren soll. Ein Remote Operated Vehicle, kurz ROV, kann als schwimmendes Auge in Tiefen bis zu 200 Metern operieren. Computergestützt soll das Forschungsgebiet im Mittelmeer vermessen und erfasst werden. Zum Einsatz kommt das Sidescan-Sonar, von den Experten respektvoll Fisch genannt. Die hochempfindlichen Sensoren sind dem Ortungssystem der Delfine nachempfunden. Elektronisch erzeugte Schallwellen tasten dabei das Forschungsfeld ab. Wir haben unser Suchgebiet in Linien eingeteilt. Die werden wir gleich mit dem Schiff abfahren, satellitengestützt. Das können wir auch sehr, sehr genau im Submeterbereich machen. Und hinter dem Schiff schleppen wir 2 Sensoren hinterher. Das ist einmal ein Magnetometer und einmal ein Sidescan-Sonar. Das Sidescan-Sonar, das zeichnet das Meeresbodenrelief auf und das Magnetometer stellt fest, ob irgendwelche magnetischen Anomalien vorhanden sind, die zum Beispiel durch Eisenkanonen oder Anker entstehen können. Stunde um Stunde, Planquadrat um Planquadrat durchkämmt die Area Star ein ausgedehntes Areal. Dort, wo einst 2 mächtige Gegner um die Vorherrschaft in Europa kämpften. 1570. Ein Jahr vor dem großen Showdown auf See spitzt sich die Lage zu. Mit 360 Galeeren und 50.000 Mann überfallen die Türken Zypern, den strategisch wichtigen Außenposten Venedigs im östlichen Mittelmeer. Famagusta kann der Belagerung zunächst standhalten. Gegen die Mauern der gut gesicherten Hafenfestung rennen die Soldaten des Sultans monatelang vergeblich an. Erst als Verpflegung und Munition zur Neige gehen, wendet sich das Kriegsgeschick. Als die enorme Feuerkraft der venezianischen Kanonen verstummt, hisst der Stadtkommandant schließlich die weiße Flagge. Die Eroberer jedoch schneiden Marc Antonio Bragadino Ohren und Nase ab, häuten den Unglücklichen bei lebendigem Leib. Famagusta fällt. Europa ist entsetzt. Nun schlägt die große Stunde der Kardinäle aus Rom. Fieberhaft feilen die Gesandten des Vatikans in Madrid und Venedig an einem Bündnis. Unter dem Eindruck der Ereignisse auf Zypern dann endlich der Durchbruch für Pius den V. Am Ende einigten sich doch noch alle. Das Bündnis wurde am 24. Mai 1571 in Rom unterzeichnet. Es war ein Vertrag, mit der eine Allianz, durchaus vergleichbar mit der NATO, bereits vor 400 Jahren gegründet wurde. 400 Jahre.
In der sogenannten Heiligen Liga bilden Europas führende Staaten ein Militärbündnis. Federführend Spanien, Venedig, Savoyen, Genua, Sizilien.